Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ja, in der letzten Folge sind wir den Berg hochgestiegen und haben diesen schönen Ort hier gefunden und haben von dem ja etwas bedrohlich aussehenden Kerl da hinten gelernt, wie man mit Pfeil und Bogen sozusagen schießt. Das wäre dann dieser Pfeil, wie man sieht. So, wir haben eine Aufgabe. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Aufgabe wir haben, weil ich jetzt 2 Tage nicht mehr spielen konnte. Wir sollten irgendwas zerstören, glaube ich. Wobei ich da schon nicht wusste, wo das genau ist. Kann man hier eigentlich irgendwie hoch? Ich meine, da oben soll der doch wohnen, oder nicht? Solche Sachen lenken mich immer wieder ab. Aber anscheinend ist es nicht wirklich gewollt, da hochzukommen. Ja, und jetzt baggen wir hier rum. Auch nicht schlecht. Nee, da will ich nicht rein. Lass mich hier raus. Beseitige die Verderbnis im Haus von Ruso. Wo sind wir? Tarus Angst. Ach, das ist gar nicht das Haus, wo wir sind. Okay, jetzt verstehe ich's. Das heißt, da hinten sehe ich ein Häuschen. Das dürfte das sein. Sollte ich mich am besten... Moment, hier ist er. Das sieht gut aus. oder auch nicht. Ich laufe, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Kann das sein? Moment. So, in die Richtung. Wobei ich theoretisch auch... Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt hinkomme. Also ich müsste theoretisch dann hier links rumgehen. Ja. Okay. Ich hasse es, wenn Spiele keine Minimap haben. Aber das müsste theoretisch der Weg sein. Da kommt man so ein bisschen komisch vor, aber das müsste er sein. Oh ja, hier ist auch Verderbnis. Okay. Das Problem ist nur... Boah, was war das gerade? Kann ich die jetzt angreifen oder kann ich... Ah, da oben ist was. Ah, okay. Ausweichen ist immer noch nicht ihre... Ach nee, ist der falsche Knopf, okay. Was mache ich mit dir? Ja, komm, ich bin aber ausgewichen. Rechtzeitig vor allen Dingen. Hallo, was machst du? Kann man denn hier nirgendwo... Ich blicke irgendwie noch nicht so ganz durch, ehrlich gesagt. Achso, doch, jetzt ist sie offen. Ah. Jetzt kann ich sie hinschicken. Okay. Die Frage ist, komme ich... Nein, 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 nein. Oh. Das wollte ich machen. Oh Gott. Ich kriege hier schon gar nichts mehr auf die Reihe. Na komm. Ich muss sie noch irgendwie erwischen. Oder reicht das, wenn ich da drauf schieße? Ah. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Dann komme ich auch an die Orte, die halt weiter weg sind. Ja, sehr geil. Can you pick that up? Haben wir hier noch was? Hallöchen.
Kein Hallöchen. Okay. Ja, perfekt. Dann müssen wir aber trotzdem weiter. Moment. Ah, okay. Es sah jetzt sehr eindrucksvoll aus, als ob es mir gleich auf den Kopf drauf knallt. Okay. Ach, hat der mich jetzt erschreckt. Moment. Ja, das würde ich auch gerne noch einsammeln. Ich denke mal, hier ist richtig. Ja. Nein, ach komm, ich wollte das oben einsammeln. Kann ich auch nicht anvisieren. Wo ist der? Ach so, das sind die. Oh. Okay. Mein Problem ist gerade, entschuldigt bitte, dass ich einen Riesen Hustenreiz habe und mich gleichzeitig konzentrieren muss und trotzdem was sagen sollte. Es ist gerade alles etwas kompliziert. Ah, nein. Halt, bleib stehen. Oh, was war das denn? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich bin doch ausgewichen. Nein, komm. Ausweichen kann die auch nicht, oder was? Ja, bloß nicht. Genau. Hallo. Du sollst auf den schießen. Hä, wieso hat die da keine Energie für? Okay, was war das? Och, Mädel. Was funktioniert bei dir nicht mit Ausweichen? Jedes Mal, wenn die ausweicht, trifft der mich trotzdem. Muss ich es irgendwie schaffen, von dem wegzukommen, bis ich die wieder aufladen kann, weil sonst kann ich das vergessen. Wenn die nicht aufgeladen sind, kann ich keinen vernünftigen Angriff machen. Oje, oje, oje. Ah, komm, komm, komm. Ja, genau. Och, lauf doch einfach mal, Mädel. Echt jetzt. Warum bleibt die denn immer so dumm stehen? Geh! Renn in irgendeine Richtung von mir aus. Oh,
Das nervt. Dann bleibt die mittendrin einfach stehen, als ob sie nichts anderes zu tun hätte. Ja, dann weichst du vorher aus und trotzdem funktioniert es nicht. Das ist irgendwie... Das ist echt nervig, dieser Gegner. Okay, also springen funktioniert offensichtlich auch nicht. Es ist schon klar, wie man den besiegen muss, aber es ist trotzdem unheimlich nervig. Ich bin schon vorher, weit vorher, habe ich da schon, ne? Dein Ernst jetzt? Oh Gott. Leck mich am Arsch, ehrlich. I made that knife for Taro when he was a boy. He loved these woods, and I tried my best to teach him the old ways. Consumed by the troubles of our village, I was not there for Taro when he needed me most. I hope we can bring him peace. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. I'll wait for you there. Okay, und wir haben Taros Messer erhalten. Können wir damit irgendetwas anfangen? Ich denke mal nicht, oder? Ah! Mehr Aktionen, okay. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. I'll wait for you there. Okay. Was für Aktionen können Sie denn? Das wird jetzt hier noch nicht gesagt. Ja, trotzdem sehr schön. Mal wieder neue Sachen einsammeln. Ja, ich muss gerade echt im Moment ein bisschen gucken wegen meiner Stimme, weil sobald ich zu viel rede, kratzt das doch sehr extrem im Hals. Und ich kriege dann wieder einen kleinen Hustenanfall. Das ist nicht so günstig. Wie war das mit U? Y, Mann? Hi, was machst du denn da drin? Eigentlich wollte ich nur die Truhe öffnen. Einmal Futter für alle. So, okay. Das ist auf jeden Fall auch... Ach, da hinten, da kann man nochmal gegen schießen. Der vergessene Wald, das dürfte das hier sein, ja. Die Frage ist, sollen wir vorher nochmal zurück? Weil das war echt ein langer, langer Weg bis dahin. Ich denke, ich hoffe mal, da das hier so ein bisschen näher ist, dass wir dann eventuell nochmal ins Dorf zurückkommen, weil wir da nämlich so einiges noch nicht gemacht haben. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, durch die Sache mit diesem Bogen in Anführungszeichen, dass wir... Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Da geradeaus. Ja, das müsste hinhauen. Dass wir...
auch die anderen Sachen säubern können. Weil es gab ja Stellen, an denen sind wir einfach nicht rangekommen. Ist das jetzt eine neue Brücke? Ja, das ist eine neue Brücke, okay. Ah, okay. Das ist gar keine Brücke. Oh, nicht schlecht. Das heißt, ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Okay. Was haben wir denn hier? Was zum zum Aufrechtstellen? Ich sehe auch gerade, jetzt habe ich zwei Kugeln. Das heißt, ich kann zweimal hintereinander angreifen, oder was heißt das? Das habe ich irgendwie schon im Gefühl gehabt, dass man sich rüberziehen lassen kann. Das ist ja cool, dass das tatsächlich so ist. Ja, geil. Die Frage ist jetzt nur... Ist da noch so eine? Wie komme ich da weiter? Moment. Ich müsste da in die Richtung auf jeden Fall. Oder muss ich da einfach nur jetzt runter? Dass das quasi nur so ein Beispiel war. Weil da würde ich ja runterspringen können eigentlich, ne? Also ich gehe wirklich stark davon aus. Moment, ach, halt. Da ist noch eine. Hallo? Okay, da ist noch eine. Okay, da muss ich doch nicht ganz runterspringen. Oder wir können es einfach schneller machen. Jetzt sind wir aber doch trotzdem durch die gleiche Schlucht durch. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann kaputt gegangen wäre, wenn ich runtergesprungen wäre. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt so eine Schlitterpartie jetzt hier. Okay. Sache, ich hasse es ohne Minimaps. Theoretisch müsste ich... In die Richtung. Ich weiß aber nicht. Ich kann mich da jetzt nicht rüberziehen lassen, ne? Weil die noch nicht aufgeht. Aber wir sind ja jetzt in einem Gebiet. Kann ich das eigentlich vom Wasser aus machen? Nee, kann ich nicht. Das Problem ist, die... Doch, die geht doch auf, wenn ich hier stehe. Okay. Hallöchen! Wir haben Nachwuchs. Ja, die Frage ist jetzt... Kommen wir da jetzt weiter oder nicht? Das sieht nicht so aus, ne? Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Weg, den wir hergekommen sind... Obenrum müssen wir dann wieder zurück. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn man jetzt mal so ins Wasser guckt, ne? Ich meine, gut, das Wasser, das ist so ein bisschen so lala, da wo wir gerade schwimmen. Aber der Effekt, dass die Hose so nass wirkt, der sieht mal richtig cool aus. Und ich denke mal, die Haare sollen auch nass sein, so wie das aussieht. Was ich übrigens sehr, sehr schön finde, wenn man einmal irgendwo im Gebiet war, wo die Gegner besiegt wurden, dass es dann danach auch wirklich wieder so friedlich ist. Dann hat man nicht ständig dieses Gefühl, dass man doch gar nichts getan hat, sondern man hat dann auch mal das Gefühl, ja, dass man auch wirklich was erreicht hat. Oh. Was man jetzt hiervon gerade nicht sagen kann. Aber ich schätze, dass wir da wohl... müssen. Mein Controller ist schon so komisch am Vibrieren. Das Problem ist, muss ich jetzt links weiterlaufen oder muss ich rechts noch meinen Gegner vorher besiegen? Okay, also hier sind auch Gegner. Ja,
komm, beim ersten Mal hat das wunderbar funktioniert mit dem Ausweichen. Auch doch nicht auf dich, Mann. Ist das dein Ernst? Komm, das müssen wir einsammeln. Jetzt geht die schon wieder nur, anstatt zu laufen. Das ist so nervig. Okay, das ist aber, glaube ich, nicht der Weg. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg, oder? Können wir auf jeden Fall drüber springen. Moment, dann sammle ich das hier noch eben ein. Von mir ist auch so. Ja, wobei es wahrscheinlich eigentlich egal ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal hier rum. Und dann links hoch. Wahrscheinlich. Ach nee, Moment. Okay. Da müsste doch normalerweise so ein Ding sein zum Draufstehen. Wahrscheinlich kommt das erst, wenn ich da hinten was besiegt habe, oder? Vielleicht auch, wenn ich alles weggemacht habe, keine Ahnung. Nee, das sieht mir leider so nach Bosskampf aus. Ich krieg die Krise. Wollt ihr mir helfen? Hallo? Wieso kann ich mit euch nicht reden? Hallo? Ging das jetzt, weil ich da drauf gegangen bin? Ah, okay. Alle drei Relikte einsammeln, um den zu beschwören. Okay, verstehe. Aber es muss doch einen Weg geben. Wieso kann ich mit denen noch nicht reden? Achso, doch jetzt. Wir müssen noch mehr Relics finden, Kana. Ist Tara okay? Denkst du, wir werden ihn bald sehen? Ja, natürlich. Aber sicher. Ja, trotzdem müssen wir irgendwie hier reinkommen, weil das ist doch eigentlich jetzt unser Ziel, so wie ich das verstanden habe. Ich muss irgendwie hier in den vergessenen Wald rein. Das Problem ist, dass ich hier... Moment, da oben ist was aktiv. Ach so. Ah, okay. Okay, okay. Ich kann zwar gerade nicht mehr geradeaus laufen, aber... No one knows the true age of these shrines. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians. Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the Guardian Tree. I can feel Taro's presence there. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Ruzu. I'll work to clean the shrines. Okay, baue die alten Schreine wieder auf, um den Wächterbaum zu öffnen. Ja, sind ja nicht viele Schreine. Räusper, räusper. Das heißt, da müsste ich ihn dann beschwören. Nee, Moment. Das ist dann der Wächterbaum, so wie ich das verstehe. Aber da muss ich auch noch mal hin, wenn ich die Relikte alle habe.
Okay, es wird etwas kompliziert mittlerweile. Was ist denn jetzt meine Hauptaufgabe? Ja, Keep it that up? Genau, stellt ihr das schon mal hoch und holt mir schon mal neue Punkte, beziehungsweise euch. Muss ich da in der Nähe für sein? Nee, das geht jetzt auch so. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann den Teil mit dem, was wir jetzt machen sollen, in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.